Ihr seid ja eigentlich furios gestartet mit 4 Heimtoren hier gegen Neustrelitz. Seitdem ist jetzt in 6 Spielen nur ein Punkt dazugekommen. Liegt es jetzt nur an der Unerfahrenheit der Mannschaft oder wo kann man noch Stellschrauben ansetzen? Also hier auf jeden Fall liegt es nicht nur an der Unerfahrenheit. Ich denke, unsere Mannschaft ist an sich super Truppe. Wir haben super Fußballer drin. Dann muss noch die Mentalität kommen, einfach ein bisschen mehr Biss und am Ende einfach noch mal ein bisschen Glück, dass das Ding dann auch mal in dem viereckigen Ding drin sitzt. Ja. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft jetzt? Natürlich nach dem Spiel direkt geknickt, aber so unter der Trainingswoche merkt man schon, dass es jetzt langsam der Druck ein bisschen steigt oder ist es jetzt für euch noch alles okay nach 6, 7 Spieltagen? Also okay ist auf jeden Fall gar nichts bei uns. Druck ist auf jeden Fall da, aber die Stimmung zwischenmenschlich zwischen den Jungs ist auf jeden Fall noch gut. Wie gesagt, wir ackern jeden Tag. Wir sind ja auch fast die ganze Woche hier. Wir leben einfach damit weiterzumachen, Gas zu geben. Druck gibt es auf jeden Fall von den Fans, von den Vereins und natürlich auch persönlich. Ne? Wir wollen selber dann auch mal ein paar Punkte holen. Wollen uns dann wieder oben reinspielen, weil ich sehe unsere Truppe auf jeden Fall nicht unten drin. Jetzt habt ihr letzte Woche schon einen Platzverweis bekommen, heute wieder. Ist so ein bisschen, zieht sich das jetzt so ein bisschen wie ein roter Faden im wahrsten Sinne des Wortes oder war es heute einfach Undiszipliniertheit bzw. ein bisschen überreagiert? Ich hoffe, dass sich der rote Faden nicht weiter durchzieht. Ich finde, heute war total ungerechtfertigt. Ja, ich fand den Schiedsrichter insgesamt nicht schlecht. Die gelb-rote Karte muss man auf jeden Fall nicht geben. Die erste gelbe ja, die zweite nicht. Letzte Woche ja. Das war Dummheit, aber ich denke, da arbeiten wir dran und das wird nicht weiter passieren. Ja, ist sehr unglücklich heute gewesen. Ich denke, der Junge war 20, 30 Minuten auf dem Platz. Die erste gelbe ja, die zweite auf gar keinen Fall. Da muss man kein Gelb geben. Ja. Jetzt spielt er nächste Woche am Sonntag in Lichtenberg. 2 Tage später dann schon Pokal gegen Rathenow. Ärgert euch sowas, dass ihr da innerhalb von 48 Stunden 2 so wichtige Spiele habt? Oder könnt ihr das eh nicht ändern und geht einfach auf den Platz? Ah, ich denke, das ist gar kein Problem. Gegen Lichtenberg, denke ich, wird sogar mehr drin sein als heute, weil wir uns gut an dem Gegner orientieren können. Die Jungs können dann befreit oben aufspielen und in Rathenow haben wir auf jeden Fall was gut zu machen vom Spiel letzte Woche. Ich denke, die Jungs sind gallig, genauso wie ich, dass wir da auch noch was holen. Ich hatte gerade schon mit eurem Keeper gesprochen. Ihr hattet letzte Woche schon eine rote, heute wieder einen Platzverweis. Ist das auch so ein bisschen Undiszipliniertheit oder auch wenn die heute vielleicht ein bisschen fragwürdig war? Ich finde, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Also rote Karte sieht zweimal scheiß aus von außen, aber ja, man... Ich denke mal, es ist auch viel Frust dabei, sage ich mal so, weil es einfach nicht funktioniert, so wie wir uns das alles vorstellen. Nach dem tollen Start mit 4 Toren gegen Neustrelitz habt ihr jetzt in den letzten Spielen nur 6 Spielen nur einen einzigen Punkt geholt. Wie richtet ihr euch jetzt auf für die nächsten Aufgaben, die ja auch nicht leichter werden? Muss besser werden, auf jeden Fall. Wir müssen da Punkte holen, wo man vielleicht nicht erwartet, dass man da Punkte holt. Und wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken. Also wir können nicht irgendwelche Forderungen oder irgendwas machen. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel arbeiten und dann unsere Punkte auf dem Weg sammeln. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Jetzt nach dem Spiel natürlich schlecht, aber generell? Generell ist sie ehrlich gesagt sehr gut. Aber das Problem ist, man sieht es ja, finde ich auch, es funktionieren die Sachen auf dem Platz nicht. Und die Tore passieren nicht. Ich meine, wir hatten ja genug Chancen, ehrlich gesagt. Aber die Tore klappen nicht. Die letzte Woche war es genau dasselbe, hatte ich auch 3 klare Chancen nicht gemacht. Wenn du die Tore nicht machst, dann funktioniert es nicht. Ganz klar. Jetzt habt ihr nächste Woche, spielt er Sonntag in Lichtenberg, 2 Tage später schon Pokal gegen Rathenow. Wie sehen Sie das persönlich? Ja, Champions League, nein. Aber ist halt, wir haben es ja probiert zu verlegen, aber irgendwie wollen die anderen Mannschaften nicht. Aber ist auch egal, wir spielen, was kommt und wir machen das Beste draus. Und wir sind heiß auf jedes Spiel. Man sieht man ja, wir kämpfen, wir rennen, wir machen. Irgendwann wird man dafür schon belohnt, denke ich. Die Stimmung ist unten, ist klar. Wie richten Sie jetzt die Mannschaft auf in den nächsten Tagen? Sonntag geht es nach Lichtenberg, 2 Tage später dann gegen Rathenow. Ne? Wie sehen Sie die Situation? Erstmal die Frage. Absolut. Wir wünschen uns natürlich, dass wir das Spiel noch mal ein bisschen verlegen können, weil nur einen Tag dazwischen ist auch für die Mannschaft sehr, sehr schwer. Also einen Tag zwischen Punktspiel und Pokalspiel wäre schon ein bisschen wenig. Also wir werden noch mal versuchen, das zu verlegen. Aber ich glaube, gegen Mannschaften, die mitspielen, die Favorit sind, haben wir manchmal ein bisschen mit dem Augenzwinkern ein bisschen leichter. Also wir hoffen schon, dass wir vielleicht was mitnehmen können. Ja, wäre so unsere Hoffnung. Ja. Und nochmal die Frage zur Stimmung in der Mannschaft. Die ist jetzt sicherlich unten. Die jungen Spieler, wie richten Sie die auf, dass die wieder Selbstbewusstsein bekommen? Ja, Sie werden gar nicht glauben, aber die Stimmung ist überhaupt nicht unten. Ja, also die ist nie unten bei uns, wäre auch Quatsch, weil wir nicht erwartet haben, dass wir super gut durchstarten. Wir wollen es natürlich wie jede Mannschaft, aber die Stimmung ist ganz gut in der Mannschaft, die wird auch weiterhin gut bleiben. Natürlich müssen wir jetzt nochmal reden, wir müssen weiterhin hart trainieren, werden wir auch tun, aber die Stimmung ist gut.
Und was macht Sie optimistisch, dass es dann in den nächsten Spielen besser klappt? Noch mehr Torschusstraining üben, machen Sie wahrscheinlich sowieso schon, aber wo kann man da noch ansetzen? Ja, daran müssen wir wahrscheinlich arbeiten. Man hat gesehen, wir hatten noch in der ersten Halbzeit sehr gute Torchancen und machen die halt nicht. Daran liegt es aber auch. Das ist unser Problem. Wir haben immer gute Torchancen, schießen aber dann nicht ins Tor und ja, da wird ein Spiel entschieden am Ende aller Tage und daran müssen wir arbeiten. Das ist so. Unsere Torchancen nutzen, dann sieht es am Ende besser aus. Alles klar, vielen Dank, viel Erfolg. Dankeschön.